Wir wollen uns heute angucken, wie wir die Maske der Ewigkeit bekommen können. Diese hier. Warum wollen wir diese Maske haben? Diese Maske bietet euch viele Vorteile, gerade wenn ihr jetzt vom Anfangsspiel Richtung Midgame geht, denn sie bietet euch hier viele Perks, die euch dabei überhelfen zu leben. Der erste Step sorgt dafür, dass du weniger Nahrung und Wasser verbrauchst. Der zweite ist schon wesentlich wichtiger. Der erzeugt nämlich beim Gegner die Illusion, dass du gestorben bist und er greift dich nicht mehr weiter an, wenn du verletzt bist und hingefallen bist. Der dritte Perk auf Maskenlevel 5 sorgt dafür, dass du bei inneren Verletzungen oder bei schweren Verletzungen in einen Scheintodmodus kommst und dadurch weniger Lebenspunkte verlierst. Der vierte Punkt auf Level 8 sorgt dafür, dass deine Gesundheit wiederhergestellt wird. Und zwar werden 75% der maximalen Lebenspunkte wiederhergestellt bei einer schweren Verletzung. Dann haben wir hier diesen Punkt. Bei schwerer Verletzung und Umfallen wird im Körper ein Verteidigungs- und Reparatursystem erzeugt, um den Körper am Leben zu halten und erhöht die LP kurz vor dem Tod um 300%. Dieser Punkt, den ihr auf Level 6 bekommt, wird euch sehr oft wahrscheinlich das davor bewahren, tatsächlich zu sterben. Dann haben wir hier auf Maskenlevel 9, alle 5 Sekunden werden 10 Lebenspunkte wiederhergestellt. Zum Schluss der heilige Modus. Du wirst sozusagen bei Angriffen automatisch, wenn man so will, repariert und 25% des Schadens, den du erleidest, wird in Heilung umgewandelt. Außerdem kannst du deinen Körper kristallisieren. Das heißt, du bist nicht mehr, es kann dir niemand mehr Schaden zufügen, du kannst dich aber auch nicht bewegen. Die Maske bekommst du hier in dieser heiligen Ruine. Hier ist die Säbelzahntigerpyramide. Du kannst hier zum Beispiel runtergehen oder du kannst einfach hier am Wasser entlang gehen. Hier, glaube ich, an der Stelle müsste das ungefähr sein, ist eine Harpie, die ist nicht ganz einfach zu bekämpfen. Und natürlich gibt es auch andere Gefahren auf dem Weg hier zu dieser heiligen Ruine. Hier hätten wir ein Portal, das du dort oben dir freischalten kannst, sodass du schnell hierher reisen kannst. Der Fehler, den ich am Anfang gemacht hatte, war, dass ich diese Ruine oben gesucht habe. Faktisch ist sie aber hier unten. Der Eingang ist direkt neben dem Wasserfall. Ich würde euch empfehlen, ein Tier zu benutzen, mit dem ihr möglichst viele Materialien transportieren könnt, weil hier gibt es sehr viel Loot. So, wir gucken uns jetzt den Weg bis zu dieser heiligen Ruine hier an. Und ich bin jetzt bewusst hier mit dem Tiger unterwegs, weil ich möchte eigentlich diese ganzen Kämpfe hier jetzt, während ich euch den Weg zeige, nach Möglichkeit skippen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Also wir haben hier verschiedenste Plünderer, die auf uns warten. Und der Weg geht relativ geradeaus. Ihr habt hier natürlich Lootkisten. Hier steht ein kleiner Boss, Plünderer Elite. Die Plünderer könnt ihr ja sowieso nicht mitnehmen als Gefolgsleute. Also könnt ihr das hier zum Beispiel auch skippen, aber natürlich toller Loot. Und ihr seht schon, hier stehen überall Kisten. Im Grunde genommen geht der Weg geradeaus, kann man sagen, ja. Da geht es jetzt hier hoch. Und dann sind wir draußen. Haben wir wen hinter uns? Nee, sieht nicht so aus. So, wir sind hier jetzt an einer Stelle, wo eigentlich ein Labyrinth ist, kann man sagen. Also, oh, aua. Die hat mich jetzt auf dem etwas überrascht. So. Okay, so. Also, wir haben hier eine Ruine wie ein Labyrinth. Es ist so, dass ja, wir werden hier eine große Menge an Loot finden, auch später dann dort oben in der Pyramide. Ja. Insofern, ja, kannst du das jetzt gleich mitnehmen oder du skippst es, machst es am Ende oder du machst es am Ende und am Anfang. Beides ist möglich, weil die Plünderer, die hier drin sind, werden sich resetten, wenn du in der Pyramide bist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also du kommst aus der Pyramide raus
und musst dann im Grunde genommen hier noch einmal durch und dich noch einmal durchkämpfen, weil alle Plünderer wieder da sind. Wir versuchen das jetzt erstmal hier zu umgehen und direkt darüber zu gehen auf diesen Vorsprung. Das ist ein bisschen tricky. Es gibt hier so einen ganz kleinen Vorsprung. Okay, das haben wir geschafft. Ja, ihr werdet von hier aus auch ein bisschen beschossen, wenn die euch da unten entdecken. Der Weg war irgendwie hier so rum und dann auf der anderen Seite und in der Mitte steht noch ein Boss, der sich dort in der Mitte platziert hat mit vielen Adds. Wie gesagt, das skippen wir hier jetzt an der Stelle mal, soweit das möglich ist. Da haben wir wieder ein. Ihr werdet jetzt schon Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Ihr könnt aber das so ein bisschen ignorieren und könnt hier über die Brücke laufen. Ihr solltet natürlich schon mindestens eine gute Bronzerüstung haben. Wieso liegt hier noch was? Egal. Und ihr seht schon, nicht nur hast du noch Korrosionsbehälter? Nee. Aber das kannst du mir geben. Ihr seht schon, nicht nur hinter uns sind Angreifer, sondern vor uns auch. So, und diese Plünderer hier, die kämpfen mit dem Big Boss. Und ja, es macht Sinn, die komplett zu beseitigen. Eine Frage, die auch im YouTube jetzt gekommen ist, ob man das auch mit dem Großschwert machen kann. Und ich hatte irgendwie das Problem, dass das einmal nicht funktioniert hat. Aber jetzt geht es wieder. Also ja, ihr könnt auch die Maschinen mit dem Großschwert angreifen und natürlich hier die wichtigen Sachen alle mitnehmen. So, jetzt haben wir hier schon gleich mal einen Boss, den wir bekämpfen müssen. Der hat mal gleich zurückgeschlagen. Ich werde mal mein Tier auffordern, nicht mitzukommen. Okay. Ah ja. Gut, den ersten haben wir. Okay, jetzt seid ihr hier in dieser großen Halle. Wir haben hier zwei Lootbehälter und wir haben verschiedene Türen. Wir gehen erstmal hier natürlich zu den Lootbehältern, machen die leer. Also, was haben wir hier? Wir haben einmal den Weg nach oben, wir haben rechts eine Tür und wir haben links eine Tür. Und wir haben dahinter eine Tür. Wir gehen mal erstmal hier. Ne, wir gehen mal erstmal hier in die rechte Tür vom Eingang aus gesehen rein. Da ist ein kleiner Raum. Und hier gibt es nur diese Statue und eine Kiste. Dann wieder raus hier. Dann gehen wir hier hinter den Bereich, wo die Treppe nach oben geht. Und hier müssen wir also offensichtlich einen Schalter umlegen, damit das funktioniert, damit wir da reinkommen. Jetzt haben wir hier einen Schalter. Mechanismus aktiviert 1 von 2, sagt er uns jetzt. Und hier ist der andere Schalter. So. Und jetzt kommen wir hier rein. Hier sind Fallen am Boden. Ich sag jetzt meinem Dschungelpanther, er soll nicht folgen. Ihr seht, da ist wieder so eine kleinere Maschine. Ich habe schon jetzt zweimal ein Tier verloren, das eben auf so eine Falle getreten ist. Deswegen kann ich eigentlich immer empfehlen, lasst das Tier draußen.
Und hier hättest du jetzt die Möglichkeit, dir ein Teil für ein individuelles Portal hier mitzunehmen. Au, ja, genau. Und wenn das euer Begleittier mehrmals abbekommt, dann habt ihr wirklich ein Problem. So, ich werde jetzt ganz sicher nicht allen Loot hier mitnehmen, weil wir einfach jetzt nicht die entsprechende Tragekapazität haben. Jetzt gehen wir in die letzte Tür, also links vom Eingang. Da haben wir eine größere Schlachterklinge. Wir lassen unser Tier hier wieder stehen und versuchen nicht gleich zu sterben. Ach nee, es war eh nur eine kleine. Naja, gut. Und lassen ihn aber jetzt hier stehen. So, dieser Weg führt uns nach oben und wir gucken dort nach unten. Und hier gehen wir jetzt von rechts nach links durch. Das ist fies. Also diese blauen Strahlen machen richtig Aua. Also versucht ihn ja weg zu dodgen oder runter zu gehen. Aber ihr seht schon, hier kriegen wir richtig viele wichtige Sachen für unsere Maske. Und natürlich haben wir hier weiteren Loot. Und dann geht es hier noch eins weiter. Wir kommen hier. Wieder in dem großen Saal raus. Also da war der Eingang. Da geht es nach oben. Wir sind unten hier in die linke Tür reingegangen und sind hier oben rechts rausgekommen. Wir können also hier einfach wieder zurückgehen. Das heißt, wäre sozusagen ein schneller Ausgang, falls ihr nicht alle Räume durchgehen wollt. Wo ist? Jetzt nehmen wir den nächsten. Dann gehen wir hier rein. Gucken wir mal, was erwartet uns da. Hier sind wir auch wieder draußen. Und hier haben wir jetzt ein Feuer und einmal kein Feuer. Und hier ist die Treppe nach oben. Da gucken wir zum Schluss noch mal hin. Und eine letzte Tür hier oben. Ah, da haben wir. Und wieder diese blauen Lichter. Okay, gut. Also, wie gesagt, die blauen Strahlen, die sind ein bisschen gemein, je nachdem natürlich auch, auf welchem Level ihr spielt. So. Und wir haben jetzt hier wieder so eine Tür, die wir nicht öffnen können. Und da oben müssen wir mit einem Pfeil oder mit dem Speer einmal drauf. Und das gleiche hier hinter uns nochmal. Jetzt. Und hier gibt es wieder Fallen.
Und ein weiteres Teil. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das noch tragen können. Wahrscheinlich nicht. Wäre jetzt aber auch nicht so schlimm, weil ich habe schon einige von denen. Oh ja, ich kann mich sogar noch bewegen. Gut, gut, gut. Au. Okay, haben wir hier noch was? Ja, haben wir. So, und hier sind wir wieder draußen. Das heißt, wir haben jetzt eine Tür hier oben noch, die wir nicht geöffnet haben. Das war der letzte hier, wo wir reingegangen sind. Also es sind viele Wege, die wieder sozusagen rausführen. Das war die letzte Tür, in die wir reingegangen sind. Ja. Und wir sind eben da und da kommen wir wieder raus. Jetzt gucken wir hier nochmal, wo dieser Weg hinführt. Und hier ist das Besondere, dass da nur ein Licht brennt. Bei den anderen brennen zwei. Und das bedeutet, wir kommen hier zum Boss. Oder zu einem der Bosse. Wir hatten hier ja eigentlich schon mehrere Bosse, ne? Genau, wir haben hier einen Boss. Und ich muss mich eben einmal heilen. Oh oh, nein, nein, nicht gut, gar nicht gut. Nein, hat er mich wieder. Und wieder hat er mich erwischt mit dem blauen Strahl. Au. So, gerade so. Also, da muss man wirklich aufpassen. Ich bin oft dann so, dass ich sage, okay, ich versuche ihn schneller zu töten, als er mich tötet. So, ne? Wir haben in diesem Raum haben wir wieder Kisten. Oh nee, du bist da. Wunderbar. So. Und was wir eben bekommen haben, hier diesen goldenen Reliktschlüssel. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir den jetzt gleich. Wir gucken natürlich hier in die Kisten rein, ist klar. Das sind also die, ja, die, naja, besseren Bosskisten, wenn du so willst. Da hast du zum Beispiel auch so Opfergefäße drin, die du später im Spiel noch brauchst. So, und dann haben wir einmal hier diese Tür. Hier geht es wieder zurück in die Halle. Also hier wäre, also in, und zwar in die große Felsenhalle. Hier wäre sozusagen euer Ausgang, wenn ihr den Boss gemacht habt. Und hier ist die große Lootkiste. Und zwei kleinere, eine kleinere Kiste und nochmal so ein mystisches Gerät. Und hier haben wir die Maske. Ich habe sie jetzt zwar schon, aber ich kann sie mir nochmal nehmen und man kann sie zum Beispiel zerlegen. Also hier geht es wieder wirklich raus aus dem Dungeon, aber uns fehlen ja noch zwei Türen, die wir noch nicht angeschaut haben. Da gehen wir deswegen nochmal zurück. Und zwar war das, also das hier wieder die große Halle. Und hier fehlte uns, glaube ich, noch, genau, hier fehlen uns noch zwei Türen. Die wollen wir uns auf jeden Fall der Vollständigkeit halber noch anschauen.
Du bleibst mal bitte da stehen, danke. Hier haben wir eine Falle. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, immer mal vorsichtshalber erstmal zu gucken, sind da irgendwelche Fallen, in die mein Tier reinlaufen könnte. Und hier, das kennen wir jetzt schon, vor uns und hinter uns. Und dann können wir hier rein. Ja, hier haben wir nochmal das Gerät und wir haben nochmal zwei Schatzkisten. Jetzt haben wir noch eine Tür, bei der wir nicht waren. Da haben wir noch einen mechanischen Kern. Und wir haben hier wieder Fallen. Man braucht auch später diese ganzen mechanischen Zahnräder und so, um andere Dinge zu bauen. Also ihr könnt aber auch theoretisch die Sachen einschmelzen. Ja, und wie ihr seht, hier gibt es nochmal Technikpunkte. Zwei Technikpunkte bekommen wir hier, wenn wir das hier lesen. Und damit haben wir jetzt wirklich alles uns angeguckt, was es hier gibt. Hat sich das jetzt gerade schon resettet? Ja, also das hat sich eben gerade schon resettet und ja, und jetzt kommt der Punkt, wir müssen jetzt tatsächlich hier zurück. Also du kannst auch, wenn du diesen Seitenausgang nimmst, dann kommst du da oben raus. Du kannst aber nicht hier runter. Hier gibt es eine Sperre, also ich kann jetzt machen, was ich will, ich komme hier nicht weiter, ja? Also du kannst da irgendwo nicht rum. Das heißt, du musst hier wieder über die Brücke und kannst aber den gleichen Weg zurückgehen, den wir gekommen sind und kannst hier dieses Labyrinth hier dir schenken. Oder du sagst sogar, du machst es auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Je nachdem, wie lange du innen drin gebraucht hast, hast du in den Kisten dann keinen Respawn. Aber die Plünderer sind auf jeden Fall zurück. Und auch der Chef wird zurück sein. Ja. Nur mal so einen kleinen Blick hier reinwerfen. Auf jeden Fall macht es auch Spaß, sage ich mal, das einmal zu machen, sich da durchzukämpfen. Auf jeden Fall. Und hier müssen wir jetzt sowieso, wahrscheinlich fällt man da immer runter, denke ich mal. Aber ja, kein großes Problem, ne? Hier haben wir natürlich lauter Kupfer und so. Das können wir mitnehmen. Und wir haben hier auch Lootkisten. Nur, dass wir mal kurz in eine reingucken. Ja, lohnt sich schon, ja? Auf jeden Fall, hier gibt es schon gute Sachen. Also Dinge, die auch wichtig sind, sag ich mal, für die nächste Phase des Spiels von den Materialien her. Wir sind leider sehr langsam gerade. Wir sind etwas überladen. Hier ist wieder die Arena mit dem Elite-Plünderer. Und hier geht's hoch und dann sind wir sowieso gleich auch draußen. Wir gehen hier an unseren Tisch. Hier haben wir jetzt die neue Maske auch und können jetzt mit der Taste F unser Bewusstsein in diese neue Maske übertragen. Wir haben hier jetzt verschiedene Steine, die wir hier entsprechend einfügen können, sofern wir bereits die Maske, ich nenne es jetzt mal, entwickelt haben, weiterentwickelt haben. Und wenn ich den Tisch jetzt wieder verlasse, dann habe ich diese neue Maske auf. Können wir einfach mal mit Y gucken in die neue Maske. Beine ist jetzt noch Level 1.
Ich habe bisher einen speziellen Kristall da drin. Das hier habe ich bereits freigeschaltet. Ja, und kann jetzt dann, wenn ich während ich diese Maske trage, praktisch diese Maske hier hochleveln, die neue. Für diesen letzten Knoten brauchen wir noch zusätzlich das Beschränkungsmodul, um den freischalten zu können. Dafür musst du dann wieder in ein anderes Dungeon noch rein, um den zu holen. Ich glaube, das ist hier. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Also der Auftrag wird sein, in das andere Dungeon zu gehen, um dieses letzte Teil zu holen, mit dem man die Maske reparieren kann und Papageienfedern zu besorgen, damit die Maske dann etwas hübscher noch ausschaut und vielleicht auch ein bisschen Farbe. Wie gesagt, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wo wir diese Sachen bekommen. Wir können es momentan eh noch nicht machen, weil wir die Maske erst auf Level 1 haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann und ciao.